Frenkel frotzelt. Heute, Let's Play Safety Driving Simulator. Tag, ihr Nasenbären, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Safety Driving Simulator. Ja, die ersten Folgen sind so gut angekommen, dass ich jetzt gerade noch ein bisschen was Zusätzliches mache für euch. Ja, was haben wir gesagt? Wir machen diesmal eine Trunkenheitsfahrt, richtig? Ja, genau. Also, beginne Fahrt und zwar nehme ich zunächst einmal Mofa. Da muss ich nicht aufs Tempolimit achten, das wäre mir sonst zu viel alles auf einmal. Ich habe auch die Tasten ein bisschen umbelegt, ja. Das heißt, ich hoffe, dass ich diesmal ein bisschen besser zurechtkomme mit dem Umschauen und dem Blinken. So, anschnallen. Was für ein Schwachsinn. Ich verstehe es nicht auf dem Mofa. So, also, was haben wir denn hier? Ich glaube, wir statten uns mal richtig schön aus, oder? Wir nehmen hier einen zugelassenen Integralhelm. Eine Motorradjacke. Was gibt's denn noch? Gewöhnliche Jacke, Motorradjacke. Ja, so, komm. Jetzt geben wir es uns mal dreckig. Die Lederhandschuhe gibt es nur in Rot, oder wie? Na, nehmen wir die hier. Wenn es Handschuhe in Pink gäbe. Okay, aber Rot ist ja ekelhaft. So, besteht Cordura-Hosen. Jeans und Motorradhose. So, was haben wir denn jetzt hier noch? Schuhe mit Schnürsenkeln. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so gut, wenn die irgendwo da ins Getriebe reinkommen hier. Stiefel. Gibt es keine Motorradstiefel? Ach, die gibt's nur mit niedrigen Absätzen, das ist ja schade. Der sieht sowieso total gestaucht aus hier, also ganz komisch, ja. Ja, ich hätte gerne welche mit Absätzen gehabt. So. Gut. Wir nehmen diesmal eine, wie kann ich das jetzt wieder hier einstellen? Mittelgroße Stadt. Ich wollte eine Großstadt nehmen, das hatten wir noch nicht. Tag ist okay, oder? Nacht ist bestimmt kacke. Sonnenuntergang. Das ist was, wenn man noch ein bisschen an den Strand will, zum Bumsi-Bumsi machen. Komm, wir machen einfach Tag und Wetter klar. Das ist okay soweit. Ja, was war denn noch? Gab es noch irgendwie die Missionen? Wo muss ich die einstellen? Oder kommt das noch danach? Ne, Moment mal. Ah ja, da ist eine Mission. Ich blöd, Mann. Fahrtstrecke. Ankunft hatten wir schon. Folgen. Mit den 10 Sternen hatten wir zuletzt. Eco-Drive. Spritsparen fahren. Wer will das denn? Ja, dann habe ich eigentlich alles durch. Dann nehme ich ja mal wieder die Pfeile. Das war mir noch am, ja, wie soll ich sagen, faszinierendsten. Also es war noch einigermaßen okay, irgendwelchen komischen Pfeilen zu folgen. Okay, das war das. Und jetzt geben wir es uns mal so ein bisschen, haben wir gesagt, ne? Kann ich nicht auch irgendwie einen Mann spielen? Muss ich immer eine Frau spielen? Besoffene Weiber sind ganz furchtbar. Also, pass auf. 4 Bier. Da hat ja mal ein bayerischer Politiker gesagt, ich glaube, ich erwähnte es bereits, mit 4 Bier, also mit 2 Maß kann man noch fahren. Das probiere ich jetzt aus. Das werde ich jetzt genau ausprobieren oder nehme ich noch mehr zu mir. Nee, komm, wir dürfen nicht übertreiben. 4 Bier, mal schauen, was passiert. So, Freunde. Da ich mit der Maus mich nicht umschauen kann, jedenfalls finde ich die Einstellung nicht, wo ich das irgendwie ändern könnte, habe ich meine Links- und Rechtsguckerei jetzt auf die Pfeiltasten gelegt. Links und rechts, und das Blinken habe ich mir auf Q und E gelegt und ja, fahren tue ich mit WASD. Also ich habe die komplette Tastaturbelegung umgelegt. So, und jetzt dauert das Laden wieder so lang, dass man sich gepflegt einen runterholen kann in der Zwischenzeit. Mann, Mann, Mann. Naja, bis ich mich jetzt ausziehe. Ja. Keine Bilder in eure Köpfe, oder? Nein, also ist ja gleich soweit, ne? Es zuckt ja noch da unten, es lädt ja noch. So, jetzt habe ich ein bisschen Angst, muss ich gestehen. Aber naja. So, ich glaube, ich habe hier einen Tunnelblick. Oder ist das der Integralhelm? Ich weiß es nicht. Ich kann mich hier so umschauen mit den Pfeiltasten. Das ist okay. Blinken links und blinken rechts. Auch okay. So, die Zeit läuft ja, fällt mir gerade wieder ein. Scheiße, 117. 117 dieser Pfeile muss ich jetzt überfahren. Oh Gott. Freunde, ich... wisst ihr, was los ist? Die Pfeiltasten. Also WASD, die Steuerungstasten, die funktionieren sehr verzögert. So, jetzt müssen wir blinken, haben wir gesagt. Und gucken müssen wir dann auch. Nee, müssen wir nicht, da ist eine Ampel. Also, wenn ich jetzt links und rechts lenke, dann dauert das, keine Ahnung, gefühlt eine Sekunde, bis das richtig anschlägt. Das heißt, ich muss viel früher anfangen zu lenken. Hoi, 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 hoi.
Aber das geht noch. Halt, ich muss den Blinker ausschalten. Das vergesse ich dann immer. Naja, komm, egal. Ich glaube, da gibt es keine Strafe für Blinker. Nur für Vorfahrt nehmen und so. Das sollten wir natürlich verhindern. Scheiße, komm. Also, ich werde den Namen des bayerischen Politikers hier nicht nennen, ja? Sonst habe ich am Ende noch eine Klage am Hals. Aber es gab einen, der hat gemeint, zwei Maß, das geht noch. Hätte ich jetzt blinken müssen? Ach, drauf geschissen, komm. 20 Punkte habe ich. Ah, da steht's. Blinker nicht gesetzt. Gibt aber keinen Abzug. 20 Punkte, seht ihr, rechts unten habe ich. Jetzt muss ich wieder blinken. Muss ich ja gucken. Ich habe jetzt vergessen zu schauen, ob da eine Ampel ist. Ach Gott, ein Stress, ey. Ein Stress. So. Das Schlimme ist, glaube ich, das Zeitlimit. Aber das geht noch. Der Politiker hat recht. So, Stoppschild. Geht die Bremse eigentlich auch verzögert? Nö, das geht noch. Bremsen geht. So, also Stopp. Und Lucky Lucky. Und da seht ihr, rechts kommt einer. Macht aber nichts. Ich fahre jetzt schon mal los. Oh ne, der wird mich über den Haufen fahren, wenn ich jetzt nicht aufpasse, ne? Ah, ich bin ja so ein guter Fahrer. Selbst mit vier Bier. Naja. Also ich traue mich bloß leider nicht viel schneller fahren, ehrlich gesagt. Mal schauen, ob die Zeit trotzdem reicht. Man muss ja hier so einiges beachten. Was habe ich denn hier jetzt? Rechts vor links eigentlich, ne? Aber da ist, ja doch, das ist doch rechts vor links, ne? Ich muss blinken. Blinken war hier. Gucken war hier. Kommt niemand? Fahren wir schnell rüber. Ich bin so gut, hä? Halt, stopp. Stopp! Blinker aus. Hier ist rechts vor links. Aber ich weiß nicht, wie das in Italien ist. Ich glaube, in Italien fährt eh jeder, wie er will, ne? So, da vorne habe ich den blöden Penner durchgelassen. Ach, ich bin ja sowas von gut. Jetzt traue ich mich auch mal ein bisschen schneller fahren. Komm. Auch wenn das rödelt wie blöd. So, was haben wir denn hier wieder? Stopp. Stopp, Cookie, Cookie. Ach, komm. Hallo? Ich stehe noch nicht mal... Ach, das gibt's nicht, du Wichser, du. Ich habe doch angehalten, du Arschloch. Ein Punkt Abzug. Nee, 6 Punkte. Ich glaube, ich kotz. Was für ein Wichser, ey. So, ist jetzt auch wieder Stopp oder ist hier rechts vor links? Man weiß es nicht, ne? Aber ich fahre einfach drüber. Zieht der mir 6 Punkte ab? Blinker nicht gesetzt. Jetzt rutsch mir doch mal einen Buckel runter, du Wichsbrett, du. So, Vorfahrt achten. Das habe ich gesehen. Blinken. Gucken. Fahren. Okay, ich sehe schon, da müssen wir uns mehr reinpfeifen an Bier, damit das noch ein bisschen lustiger wird, fürchte ich. So, da ist grün. Da fahren wir schnell drüber. Wie viel brauche ich denn noch? Oh, ich habe erst 38. Scheiße. So, da wird rot. Das ist schön, dass mich das vorher warnt. Hoppla, was passiert denn jetzt? Ich schlafe ein, oder was? Das ist ja wie beim Euro Truck Simulator 2. Los, grün. Geile Hupe für ein Mofa, oder? Grün! Ich habe keine Zeit, Freunde. Oh, blinken. Gegenverkehr müsste ich durchlassen. Zum Glück ist kaum Verkehr. Das ist genau das Richtige für euch eigentlich. Für euch Computerspieler da draußen. Ihr habt ja auch keinen Verkehr, ne? Oh Gott, das gibt wieder Ärger. Das gibt wieder Dislikes. Meine Fresse, weil sich wieder jeder angesprochen fühlt. Selber schuld, wenn ihr euch die Schuhe immer anzieht, die ich hier austeile. Wo geht's denn weiter, bitte? Geradeaus? Okay. Ich habe noch nicht mal die Hälfte. Scheiße, ey. Gib mal ein bisschen Gas, Frenkel. Öttel, 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 öttel. Also, wie gesagt, die Lenkung links, rechts verzögert ein bisschen. Das ist aber nicht so tragisch. Das geht gerade noch. So, was muss ich jetzt hier machen? Gucken? Nö. Einfach abbiegen, ne? So, und hier wieder abbiegen. Da kann ich den, ah, ne, ich muss andersrum abbiegen. Links muss ich blinken. So, da muss man den Blinker wieder ausschalten. Oh, ein Geschisse, ey. Ein Geschisse. Boah, ich bin so von der Grafik begeistert. Also, ich kann mich nur wiederholen. Ich habe das Let's Play eigentlich nur angefangen, weil ihr Crysis 3 nicht sehen wolltet. Und ihr hattet recht, ja. Das sieht viel besser aus. Das ist so genial. So realistisch. Muss ich hier blinken? Ach, blinkt man mal sicherheitshalber drauf gepfiffen. So, jetzt muss ich hier wieder rechts abbiegen, richtig? Nee, geradeaus fahren. Mann, manchmal ist das ein bisschen unübersichtlich, finde ich. Weiterfahren. Kommt da irgendwo noch was oder ist jetzt durch?
Habe ich jetzt was verpasst? Nee, oder? Da vorne geht's weiter. Super! 61 von 117 Pfeile habe ich bereits totgefahren. Dann gucken wir mal. Zeitlich wird's echt eng, fürchte ich, ne? Ich muss jetzt mal ein bisschen Gas geben. Da hinten blinkt ein Turm. Jetzt ist er wieder weg. Komisch. Komische Sachen passieren immer. Rote Ampel. So, muss hier links abbiegen, da vorne. Komm, werd grün, du Pisspenner! Ich habe nur noch 3,5 Minuten Zeit. Da können wir mal nicht so viel Rücksicht nehmen hier. Müssen wir mal ein bisschen schneller fahren, ne? Oh, shit. Ja, wie gesagt, Tastatur funktioniert ein bisschen verzögert. Aber geht noch. Scheiße, ich schaffe das nicht in der Zeit. Also da muss man doch ein bisschen flinker fahren, habe ich das Gefühl. Das weiß ich aber erst jetzt. So, du blöder Penner. Ja, du lässt mich rein. Sehr schön. Wo muss ich raus? Hier? Nein. Oh, Scheiße. Wo will der hin? Was ist das für ein... Was? Was denn? Ist doch alles gut, oder? So, jetzt rum hier. Dieser Blinker regt mich auf, dass ich den immer wieder neu einschalten und abschalten muss. Das geht mir auf den Sack. Naja, das Anschalten ist ja okay. Franklin, du musst schneller machen. 83 von 117. Hä, wo will denn der, dass ich fahre? Der linken Spur, spinnt der? Ich hoffe nur, ich habe keinen Pfeil übersehen irgendwie. Das wäre richtig peinlich. Dann hätte ich jetzt, wäre ich jetzt angearscht. Dann hätte ich die Arschkarte am goldenen Bande und ihr würdet euch wieder totlachen. Komm, Mofa, gib Gas! 88, 89, na also, sieht doch gut aus. Und jetzt? Abbiegen. Rechts vor links, oder was? Ach, draufgeschissen. Komm, einfach abbiegen, wir haben keine Zeit. Ich kann jetzt hier nicht mehr so rumzögern. Weiter, immer weiter. 96 von 117, das ist zu schaffen noch. 2 Minuten habe ich noch. Ja. Sehr gut. Einwandfrei. Wenn ich jetzt noch aufs Tempolimit achten müsste, dann hätte ich ein Problem. Oh, Kacke. Ja, jetzt einschlafen oder was? Du Penner, wach auf! Blinker nicht gesetzt, rutscht mein Buckel runter. Ich habe gerade echt andere Sorgen. So, noch 7. Boah, wird das knapp, ey. Wird das knapp. Stoppschild. Drüber. So. Wie viel haben wir noch? 3 Stück. Das wird ja wohl zu packen sein hier in 1,5 Minuten. Wenn ich nicht eins übersehen habe vorher. Ja, Baby! Habe ich es geschafft? Oder hat... Stoppschild nicht beachtet. Falsche Fahrtrichtung. Was für ein Schwachsinn. Was? Wieso? Das, es hat mich doch keiner erwischt. Also das ist wahrscheinlich jetzt rein pädagogisch. Wahrscheinlich kriegt man das immer so, dass man den Führerschein los wird, wenn man irgendeinen Fehler macht. Aber das ist natürlich schwachsinnig. Man muss ja die Polizei erst rausziehen, damit ich den Führerschein überhaupt verlieren kann. Naja, komm. Drauf gepfiffen. Wir versuchen was Neues. Mein Mofa gefällt mir gut. Das behalte ich gleich mal. Das habe ich jetzt alles ganz toll eingestellt. Da kann ich das auch gerade lassen, ne? So, na, da können wir jetzt mal ein bisschen was ändern. Wir machen jetzt mal Großstadt, was kommt denn danach noch? Landstraßenfahrt, erscheint mir etwas langweilig. Egal, wir machen eine Landstraßenfahrt mit dem Mofa. Und, Missionen in Pfeilen folgen, würde ich sagen. Das hat noch am meisten Reiz. Ne? Ja, das machen wir. Und dann, was kommt da noch zur Auswahl? Ja, jetzt wird's interessant, Freunde da draußen. Jetzt wird's interessant. Was nehmen wir jetzt? Ich werde mich jetzt mal der absoluten Alkohol... Erst, also bevor wir Joints und was anderes nehmen, mache ich jetzt erstmal die absolute Alkohol-Brutalo-Tour. Mit 3 Drinks, 2 Cocktails, 3 Gläser Wein und 2 Bier... Und ja, ich drücke jetzt nicht auf OK, denn wir sind am Ende dieser Episode und ich brauche einen Cliffhanger. ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, dann lasst mir ein Like da und schaltet auch das nächste Mal wieder zu, wenn es heißt Harald, die Frau mit den großen Brüsten fährt betrunken auf dem Mofa. Ich sage ciao, bis dann.